Er ist für seine Kritik an der russischen Militärführung bekannt und hat zuletzt auch scharfe Vorwürfe gegen Kreml-Chef Wladimir Putin erhoben. Jetzt ist der Militärblogger Igor Girkin festgenommen worden. Girkin, der unter dem Pseudonym Igor Strelkov auftritt, erschien am Freitag vor einem Moskauer Gericht. Laut Gerichtsakten muss er sich wegen öffentlicher Aufrufe zum Extremismus verantworten. Dem 52-Jährigen drohen demnach bis zu 5 Jahre Haft. Girkin war Kommandeur der prorussischen Separatisten in der sogenannten Volksrepublik Donetsk. Er gilt als eine der Schlüsselfiguren des kremlnahen Aufstands 2014 in der Ostukraine. Im vergangenen Jahr wurde Girkin gemeinsam mit 2 weiteren Männern von einem niederländischen Gericht wegen des Abschusses von Flug MH17 über der Ukraine im Jahr 2014 in Abwesenheit zu lebenslanger Haft verurteilt. Seit Beginn der russischen Offensive in der Ukraine entwickelte er sich zu einem scharfen Kritiker der russischen Militärführung. Am Dienstag hatte Girkin im Online-Dienst Telegram geschrieben, dass in Russland seit 23 Jahren ein so wörtlich Versager an der Macht sei. Den Namen des russischen Präsidenten Wladimir Putin nannte er dabei nicht.